Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen The Legend of Zelda The Wind Waker weiter. Beim letzten Mal haben wir unseren ersten Dungeon quasi gesehen hinter uns gebracht. Leider wenig erfolgreich, denn wir konnten unsere Schwester nicht retten und wurden im hohen Bogen hinausgeschleudert aus der verwunschenen Bastion. Aber zum Glück wurden wir ja gerettet von unserem treuen neuen Gefährten, dem Roten Leuenkönig, einem sprechenden kleinen Boot, einer sprechenden kleinen Nussschale, ich weiß nicht genau. Ja, das wird bestimmt noch ganz toll. Der Rote Leuenkönig will uns jedenfalls helfen, irgendwie unsere Schwester zu befreien und vielleicht noch ganz viel mehr zu machen und so weiter und so fort. Aber bevor wir hier aufbrechen können und die große weite Welt bereisen können und mannigfaltige Abenteuer erleben und bestreiten können, müssen wir erstmal ein Segel auftreiben für den Roten Leuenkönig, weil ansonsten paddeln ist ein bisschen schlecht auf großer offener See und da habe ich offen gesagt auch keine richtige Lust drauf. So, zu diesem Zweck müssen wir uns jetzt hier in dieser Stadt auf dieser Insel umgucken. Nennt sich Port Monet, ein sehr vielsagender Titel irgendwie. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal in dieser Stadt hier um. Hier laufen wieder kleine süße Schweinchen rum, die man irgendwie schlachten kann und dann kann man ganz viele kleine Schnitzel draus machen und so weiter und so fort. Und wenn man die Schweinchen ins Wasser wirft, passiert Folgendes, sie können schwimmen. Oder? Das sieht mir so aus, als könnte das kleine Oinki-Boinki-Schwein schwimmen. Und es schwimmt wieder ganz langsam zurück an Land. Das ist gut. Zumindest können die Viecher nicht absaufen. Ja. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil mir das irgendjemand unter die Videos geschrieben hat. Ich soll das mal ausprobieren. So, hier laufen kleine Mädchen rum. Das ist toll. Was ist? Warum siehst du uns mit so neugierigen großen Augen an? Du Pädophiler! Gib's zu, du hältst uns wegen unserer Schönheit für Quasselstrippen. Stimmt's? Ja, bestimmt. Was willst du? Wir sind gerade sehr beschäftigt. Nee. Nur weil wir so unwiderstehlich süß sind, heißt das nicht, dass wir gleich von jedem angesprochen werden wollen. Bisschen frühreif, die Kleinen oder so? Na gut, okay, was soll's. Vor allem mit den großen Augen, ja, wir können ja nichts dafür, dass wir große Augen haben, aber was soll's. So, gegen Bäume rempeln bringt in diesem Spiel, glaube ich, fast gar nichts. Was sehr Zelda untypisch ist, aber egal. Und wer bist du? Ich habe mir kürzlich ein paar Schweine gekauft. Ganze drei, um genau zu sein. Die drei kleinen Schweinchen. Und dann auch noch diese seltenen schwarzgefleckten. Natürlich brauchen die viel Auslauf, um auch was von der guten Meeresluft zu haben. Aber da macht man sich dann schon seine Sorgen um die Kleinen. Ja, stimmt. Deine Schweinchen laufen hier durch die Gegend. Oink, oink. Pass gut auf deine kleinen Schweinchen auf, sonst gehen die nochmal unfreiwillig baden. was ist das hier für ein seltsames kleines Häuschen? Hier schauen wir uns doch einfach mal um. Und wenn es niemandem gehört, dann erklären wir es ab sofort für unseren eigenen Besitz. Oh, es gehört jemandem. Schade. Du bist hier im Bombenladen. Wenn du dich umsehen willst, mach das mit Bomben. 10 Stück, 10.000 Rubine, ja. Na, ich glaube wirklich nicht, dass du dir die von deinem Taschengeld kaufen kannst. Jetzt sag mir aber bloß nicht, dass du es leisten kannst, aha. Du willst es einfach nicht verstehen, oder? Das kannst du dir nicht leisten, du Lümmel. Blödsinn, du. Meine Familie widmet sich schon seit Generationen der Herstellung von Bomben. Und ich bin zurzeit der einzige Bombenhändler der ganzen weiten Welt. Kurz gesagt, ich habe das Monopol. Und so eine Marktposition verleiht natürlich Macht, nämlich die Macht, sich seine Kunden auszusuchen. Seh zu, dass du hier rauskommst. Ja. Kinder gehören nicht zu meinen Kunden. Verschwinde, und zwar schnell. Halt ihr Bo. Verdammt. Okay, wir müssen uns irgendwie bei dem Typen einschleimen. Am besten aber nicht, indem wir hinter seinen Tresen kriechen. Früher oder später wird man hier jedenfalls Bomben bekommen können. Da bin ich mir doch relativ sicher. Denn alles andere wäre sehr Zelda-untypisch. Ich wollte gerade sagen, irgendwie wird man sich doch wohl anpressen können. Dieser Weg hier sieht zumindest sehr verdächtig aus. Und wir wollen uns natürlich wieder überall umgucken und so. Das könnte jetzt eine Weile dauern, bis wir uns in Port Monet vollständig umgesehen haben. Weil die Stadt ist groß und jeder, der den Hering kennt, weiß, dass der Hering sich gerne umschaut, um irgendwie einen gewissen Plan über die Lage entwickeln zu können. Und das hier sieht doch irgendwie sehr verdächtig und auffällig und so weiter und so fort aus. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass wir hier oben sind, denn so können wir in den Bombenladen eindringen. Und zum Glück sieht uns der Typ da unten überhaupt nicht. Der hat wahrscheinlich nur gemerkt, Moment, irgendwas,
Da oben macht irgendjemand Krach. Wie kann denn das sein? Also das funktioniert ja überhaupt nicht und so weiter. Das ist ja irgendwie Schnu-Schnu und hasse nicht und wow. Okay. Wenn er mich nicht vorher gesehen oder gehört hat, dann hat er spätestens das gehört. Von wo bist du, freches Gör, bitte hereingekommen? Von nirgendwo. Ich gehe mal wieder. Ja. Ja. Gut. Okay. Müssen wir ihm ja nicht sagen, ne? Aber gut zu wissen. Der Laden hat also zwei Eingänge. Vielleicht können wir uns ja mal reinschleichen und seine Bomben klauen. Hahaha. Was bist du denn für einer? Ich flehe dich an. Bitte, junger Mann. Bitte. Du musst dir meine Bitte anhören. Wo drückt der Schuh? Ach, lass mich in Ruhe. Hahaha. ja. Wo drückt der Schuh? Meine über alles geliebte und einzige Tochter Dolores wurde von diesen Ungeheuern der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was die sich dabei denken. Sie durchstreifen die ganzen Lande und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Verhext nochmal. Was wollen die nur mit meiner Tochter? Geld ist bei mir ja wirklich keines zu holen. Ich flehe dich an. Bitte rette meine Tochter. Ich flehe dich an. Zeig es diesen verdammten Halunken von der verwunschenen Bastion bitte so richtig. Ja, können wir uns überlegen. Also ich meine, wir müssen da ja sowieso hin, um unsere Schwester zu retten. Ne? Da können wir ja noch ein paar andere Tussis retten. Das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Was bist du denn für ein großer, starker Mann? Was? Du willst also ein Bootsegel? Jetzt denk doch erstmal nach, Junge. Wir sind Seemänner und Segel sind für uns überlebenswichtig. Da kannst du doch nicht allen Ernstes glauben, wir würden die hier einfach so jedem verkaufen, oder? Was das angeht, wirst du schon jemand anderen fragen müssen, Junge. Sind Segel hier so selten? Die Tuchproduktion in diesem Land floriert nicht unbedingt. Kann das sein? Hier ist es wirklich friedlich, fast schon etwas langweilig. Die Menschen auf dieser Insel hier würden wohl im Traum nicht dran denken, mal raus auf hohe See zu fahren. Ich denke, ihr seid alle Seemänner. Was soll der Scheiß? In ihren Gesichtern kann man deutlich lesen, dass sie sich weder für Boote noch für Segel interessieren. Außer uns Seemännern weiß wohl keiner das Leben auf See zu schätzen. Ja, das ist ja herzergreifend. Und nu? Wie bekomme ich jetzt Info? Guten Morgen! Wie heißt es doch so schön? Wirf ein, bring Glück herein. Was möchten Sie aufgeben? Ja, wir könnten hier Briefe verschicken. Wenn wir denn wollten, könnten, was auch immer. Hier war ein Krug versteckt. Der hatte ein paar Rubine drin. Ja, mischen wir uns trotzdem mal unter das Volk. Vielleicht hat ja zufälligerweise doch irgendjemand ein Segel anzubieten. Ob du es mir glaubst oder nicht, ich war früher mal die Miss Portemonnaie. Und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten. Also hör auf, mich so anzüglich anzustarren, du Kleiner. Ist ja gut, mein Gott. Nur weil ich so komische Augen hab, nur weil ich so komische Klamotten anhab. Ihr verurteilt mich alle für mein Aussehen, das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Das sieht ja knuffig aus hier. Oh, guck mal. Boink! Ja. So. Guten Tag und willkommen in meinem kleinen Schleim-Elixierat. Lass mich dir versichern, dass meine Elixiere alle vortrefflich wirken. Das wirst du gar nicht glauben können, so sehr wirken die. Wie bitte? Schleim ist dir also kein Begriff? Sag mir, dann weißt du also auch nicht, was Schleimgelee ist? Überaus zäh und robust und dabei rein natürlich. Das ist Schleimgelee. Dank wundersamer Bestandteile auch wundersam wirksam und weltweit in aller Munde. Nun ja, zumindest lässt sich wahrlich wunderbares und wirksames Elixier daraus herstellen. Nun, wenn du eine leere Flasche bei dir hast, dann will ich dir gleich mal eine Kostprobe einfüllen, die dich restlos überzeugt und zu meinen Stammkunden macht. Sag mir, hast du eine leere Flasche dabei? Leider nicht, aber verkaufst du das dann nicht zufällig? Ja, hier bist du richtig in meinem Schleimelixierat. Ich verwende ausschließlich 100% natürliche Schleimgelees. Aber sieh dich doch, rotes Elixier. Ist die Flasche da inklusive? Na sowas, hast du denn keine Flasche bei dir? Wenn du keine leere Flasche hast, kann ich dir auch kein Elixier verkaufen. Tut mir leid. Okay, also bei ihm könnten wir jedenfalls Tränke kaufen. Momentan nur das rote Elixier, was sicherlich unsere Herzchen wieder auffüllen würde. Aber da wir momentan keine leere Flasche haben, haben wir da in der Beziehung noch Pech gehabt. Ja. Ich weiß gar nicht, wann oder ab welchem Zeitpunkt man hier irgendwann mal in Zelda Wind Waker Flaschen bekommt. Es ist alles so lange her, aber das ist ja auch gerade das Spannende irgendwie, dass ich das Spiel so ein ganz klein bisschen für mich selber wiederentdecken kann. Du suchst ein Bootsegel? Und warum fragst du dann mich? Sehe ich etwa aus wie ein Seemann?
Ich habe gerade eine depressive Phase. Frag doch den eingebombten Typen da vorne und lass mich in Ruhe. Ich habe eine depressive Phase, ja. Ich möchte kurz anmerken, liebe Leute, dass es mir nicht gut geht. Bitte respektiert das. Und beehrt mich bald wieder. Guck mal, so viele schöne Krüge. Kann ich die kaputt machen? Aufheben. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es unter Umständen... Du! Das macht dir wohl Spaß, was? Einfach so die kostbaren Vasen in anderer Leute Häuser kaputt zu schlagen. Zerbrichst du noch mehr, kommst du mir aber nicht so einfach davon. Dann leistest du mir nämlich Schadensersatz, damit wir uns da richtig verstehen. Okay, hast mich überzeugt, Kollege. Ich lasse deinen Klumpatsch hier in Ruhe. Weil ich meine Kohle noch brauche. Ich weiß zwar nicht, wie viele Rubine ich momentan mit mir herumschleppen kann. Es scheinen relativ viele zu sein, wenn ich jetzt schon 336 habe. Aber trotzdem, irgendwie, bin ich schon sehr dafür, wenn ich mein Geld noch ein bisschen spare. So, was ist mit euch? Ja, sie läuft wirklich immer sehr aufgetakelt herum. Kaum zu glauben, dass sie eine Lehrerin sein soll. Gerüchteweise soll sie einen Berg von Accessoires bei sich horten. Nach Schmuck muss sie offensichtlich vollkommen verrückt sein. Hm? Jetzt sag bloß, du hast uns belauscht. Das ist aber ganz schön unverschämt, anderer Leute Gespräche zu belauschen. Merkt ihr das bitte? Und außerdem unterhalten wir uns über wahnsinnig wichtige und schwierige Themen. Das ist nichts für ein Kind wie dich. Ja, wichtig und schwierig. Ich kann es mir schon denken. Olle Klatschweiber. So, was haben wir hier hinten? Offenkundig kann man hier hinten auch Portemonnaie betreten. Hast du schon einmal etwas über Draconia gehört, mein Junge? Es ist eine Insel im Osten, gar nicht so weit weg von hier. Man erzählt sich, dass dort ein Volk namens Orni, das wie die Vögel durch die Lüfte fliegen kann, zusammen mit dem Hüter des Himmels leben soll. Für jemanden wie mich, der diese Insel noch nie verlassen hat, klingt das natürlich nach wahnwitziger Fantasterei. Ach, hätte ich doch nur ein eigenes Boot. Ja, ist da Osten? Ich glaube, ja, tatsächlich, wenn ich auf den Wii U Controller, auf das Wii U Gamepad gucke, dann stelle ich fest, dass dort tatsächlich Osten ist. Und das da vorne müsste demzufolge dann eigentlich Draconia sein. Eine sehr große Insel. Und wenn ich das mal so aus der Ferne erahnen darf, das da oben sieht voll aus wie so eine Art Nest oder so. So ein riesiger Baumstumpf, der aus dem Wasser ragt und eigentlich, okay, er hat auch ein bisschen was von Totempfahl zugegebenermaßen. Aber das hier interpretiere ich jetzt momentan mehr als Nest. Und da vorne ist irgendwie noch eine kleine Insel oder so. Interessant. Tja, aber bevor wir dorthin kommen, brauchen wir immer noch erst ein Segel. Moment. Segel, Segel, Segel. Wir sollten mit dem eingemummten Typ reden. Und das ist dann ja wohl eindeutig der hier. Hi. Ich komme aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Port Monet geführt. Ich war gerade auf See, als dieser Monstersturm mein Boot zu Schiffsfrikassee verarbeitete. Als ich hier auf dieser Insel wieder zu mir kam, war da noch dieser andere Kerl. Aber sie haben ihn direkt eingebuchtet, weil er, nun ja, etwas verdächtig aussieht. Jetzt wird er wohl in der Zelle irgendwo auf dieser Insel sein. Der arme Kerl geht mir nicht aus dem Kopf. Könntest du ihm vielleicht aus seiner misslichen Lage helfen? Wieso, ich denke, er sieht ein bisschen komisch aus, aber na gut. Ja. Oh Mann, dieser arme Kerl will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Die haben ihn in der Zelle irgendwo auf dieser Insel gesperrt. Seine Klamotten sehen fast so aus wie deine. Du solltest ihn also erkennen, wenn du ihn siehst. Aha. Wir haben es hier also offenkundig mit einem Doppelgänger zu tun. Kann ich mich hier hinter? Es tut mir leid, aber hier ist unbefugter Zutritt verboten. Ich bestehe darauf, bitte geh. Also, verzieh dich. Da vorne ist voller Tresor. Ich will den Tresor ausräubern. Dab, 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 dab. Dab, dab, dab. Nee, gut. Metal Gear Link funktioniert leider nicht. Zelle, irgendwo auf dieser Insel. Die haben ja also einen Knast. Interessant. Dabei sieht doch alles so friedlich hier aus. In Port Monet versammeln sich Händler und solche, die es werden wollen, aus aller Welt. Er ist ein regelrechter Umschlagplatz für allerlei Waren und vor allem für Geld. Nun, sicherlich mag Geld sehr wichtig sein, aber ich finde, dass es den Menschen heutzutage, wie soll ich sagen, vielleicht etwas zu sehr an Frohsinn fehlt? Das Leben ist schließlich lang und manchmal sind es eher die Kleinigkeiten und Umwege, die am meisten Freude bereiten. Sehr weise gesprochen, lustiger Mann auf der Parkbank. Gut, da ist noch ein Krug. Und diesen Krug möchte ich aufheben und mitnehmen und den Rubin, okay, erhalten.
So, was ist das hier? So ein Kaffeesymbol. Vielleicht haben wir hier oben so eine Art Bar, eine Kneipe. Ein Kaffeeausschank. Ein, ich weiß nicht was. Dupdi-dupdi-dup. Ja, sieht gut aus.